Donald Trump ist auf dem Weg nach Texas. Und kurz vor dem Ende seiner Amtszeit will er sich dort noch einmal ein Bild von der Lage, von der Grenzmauer zu Mexiko machen. Das ist ja eines seiner Prestigeprojekte gewesen. Und bevor er abgeflogen ist, hat er sich im Weißen Haus, kurz bevor er in seinen Hubschrauber einstieg, noch mal geäußert. Und da hören wir jetzt rein. Also, wir fliegen nach Texas an die südliche Grenze und wie Sie wissen, haben wir die Mauer fertiggestellt. Sie wird noch weiter ausgebaut. Das läuft alles. Das ist wirklich erfolgreich gelaufen. Viel erfolgreicher, als das jemand jemals hätte vorstellen können. Wir haben jetzt Horden von Drogendealern, die über Jahrzehnte in unser Land gekommen sind, unterbrochen. Wir haben sie gestoppt. Es scheint jetzt wiederum einen Anstieg zu geben an Menschen, die kommen wollen. Es werden Karawanen gebildet unterwegs, weil sie glauben, dass sie möglicherweise da durchkommen können, wenn sie durchkommen. Aber wir werden sie stoppen. Die Mauer hat dabei eine wichtige Rolle. Die Mauer hat wirklich einen unglaublichen Unterschied bewirkt an unserer südlichen Grenze. Wir wollen, was das anbelangt, keinerlei Gewalt. Wir wollen absolut keine Gewalt. Und was das Impeachment anbelangt, das ist wiederum eine Fortsetzung der größten Hexenjagd in der Geschichte dieses Landes. Das ist absolut absurd. Das führt zu sehr, sehr großer Wut. Und es ist eine wirklich fürchterliche Sache, die sie da machen. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, wenn sie diesen Weg weiter einschlagen, dann ist das eine große Gefahr für unser Land. Und es führt zu großer Wut. Ich möchte keine Gewalt. Vielen Dank. Soweit also deutliche Worte von Donald Trump. Nancy Lanzendörfer aus Washington zugeschaltet hat das Ganze auch mit angehört. Inwieweit ist das jetzt eine weitere Nebelkerze, die Donald Trump da eben geworfen hat, dass er jetzt eben von Karawanen, von Menschen spricht, die da angeblich aus Richtung Mexiko an die amerikanische Grenze vordringen und er warnt jetzt vor Gewalt und was Nancy Pelosi da machen würden und Jack Schumer, das sei alles gefährlich. Verdreht er da nicht gerade momentan so ein bisschen Realität und das, was er eben dafür hält? Also Donald Trump hat ja gesagt, dass er keine Gewalt will. Eine Amtsenthebung, ein Amtsenthebungsverfahren wäre eine Fortsetzung der Hexenjagd, der Witch Hunt, von der er ja schon in den vergangenen Jahren gesprochen hatte. Und wie du schon ansprichst, sagt, es wäre eine fürchterliche Sache und Pelosi und Schumer würden da auf eine große Gefahr, auf einen gefährlichen Pfad gehen. Und es gibt auch weitere Republikaner, die jetzt sagen, man sollte nicht Trump vorzeitig seines Amtes entheben, denn das könnte weitere Gefahr drohen. Und in der Tat gibt es eben auch Berichte aus sozialen Medien von FBI, aus FBI-Informationen, dass es tatsächlich einige gibt, die sagen, okay, wenn ihr Donald Trump nochmal impeacht, wenn ihr ihn vorzeitig absetzt, dann gehen wir wieder auf die Straßen. Es gibt ja auch die Warnung vor Ausschreitungen erneut hier in Washington in den nächsten Tagen, so kurz vor der Amtseinführung von Joe Biden, aber auch in allen Landeshauptstädten, in den jeweiligen sogenannten State Capitals und da eben in den Rathäusern bzw. vor den Rathäusern, also alle Behörden, ob das jetzt FBI ist, Secret Service oder hier die Washington Police, Capitol Police oder im ganzen Land auch Nationalgardisten, alle in hoher Alarmbereitschaft. Hier in Washington könnten bis zu 15.000 Nationalgardisten am Tag der Amtseinführung von Joe Biden sein. Lass uns noch mal ein bisschen zurückkommen nach Mexiko und dass Donald Trump da jetzt nun eben die Kameras mitgenommen hat, sich eben da ablichten lässt. Ist das möglicherweise auch so ein bisschen mit dem Kalkül passiert, dass er sich wieder als Macher präsentieren will, als kein schwacher Präsident, der eben kurz vor der Abwahl steht, beziehungsweise vor der Amtsenthebung, sondern dass er jetzt das Geschehen wieder dominieren kann, denn die Mauer zu Mexiko ist ja eines seiner Prestigeprojekte gewesen, mit der er eben auch viele Amerikaner eben auch begeistern konnte.
Ja, und so hat er auch seine Präsidentschaftskandidatur ja auch gestartet. Das war ja eines seiner Hauptargumente oder seiner Hauptthemen, die er während des Wahlkampfes 2016 beziehungsweise dann schon 2015 verfolgt hat. Eben der Kampf gegen illegale Einwanderung, der Bau der Mauer. Und jetzt will er eben zeigen, okay, ich muss zwar aus dem Weißen Haus ausziehen, aber seht, was ich geschafft habe. Und jetzt will er eben feiern, dass 400 Meilen, also mehr als 600 Kilometer Mauer fertiggestellt worden sind. Da muss man auch dazu sagen, nicht alle Teile der Mauer sind komplett neu gebaut worden, sind teilweise verstärkt worden. Und Donald Trump, so wird das auch hier in den Medien zum Beispiel gesehen, präsentiert sich da trotzig, zweifelsohne eben ein Symbol des Trotzes des US-Präsidenten, heißt es hier. Nancy, vielen Dank für diese Einordnung aus Washington. Dankeschön.